So, guten Morgen allerseits. Wir sind mal wieder unterwegs. Es ist jetzt März, so die letzten zwei Märzwochen. Und momentan ist es so, dass von den Verhältnissen her in den Alpen eigentlich nicht viel geht, außer Skifahren und Skitouren. Und ich bin mit dem Franco unterwegs. Und wir haben beschlossen, dass wir nach Arco fahren und hier vier Tage lang klettern. Gestern waren wir komplett Sportklettern, damit man wieder ein bisschen an Fels kommt. Und heute machen wir die erste Meerseillängentour und da nehme ich euch mit. Was wir machen, die heißt Via Flavia. Ich zeige euch da nachher nochmal kurz die Topo. Ist so 5. 6. Grad. Alles zum selber absichern. Und ja, das wird sicher eine coole Geschichte. Ich glaube 120, 150 Meter, sowas in der Ecke. Und ja, wie gesagt, da geht's hoch. Wir sind jetzt auf dem Zustieg. Stehen schon am Wandfuß, also hinter mir geht die Wand hoch. Wir suchen aber noch die paar höhere Stellen und den richtigen Einstieg. Ja, und ich würde sagen, von dort aus melde ich mich dann wieder. So, damit hätten wir den Einstieg gefunden. Da geht es dann hoch. Ist komplett zum selber absichern, wie gesagt. Hier rechts sind natürlich auch Routen mit Bohrhaken, wer es möchte. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ihr habt jetzt gesehen, wir sind ein bisschen geklettert. Es ist eine sehr schöne Kletterei. Und jetzt möchte ich leider wieder mal auf ein sehr unangenehmes Thema zurückkommen oder auf ein vielleicht nerviges Thema. Auf jeden Fall, ja, wir sind hier hochgeklettert. Wir sind davon ausgegangen, das ist alles zum selber absichern. Und was haben wir hier? Sieht man's? Bohrhaken. Sprich, hier hat halt jemand einen Stand gebaut. Und der Stand wurde jetzt an der Stelle gebaut. Und das ist es eigentlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Seht ihr da hinten die riesigen Köpfe? Da könnte man eigentlich auch einen Stand bauen. Also sprich, es ist jetzt nicht irgendwie an der Platte, wo man sonst nichts hat zum Absichern. Sondern ja, da hat einfach jemand einen Stand hingeschraubt. Wir haben ihn jetzt auch benutzt, weil ja, jemand, wenn er da ist. Aber es nimmt der Tour einfach so ein bisschen den Charakter, den man eigentlich möchte. Und ich meine, wir waren hier zum ja, jetzt Alpinklettern. Und damit ist jetzt einfach die Via Flavia halt keine reine Alpinkletterei mehr. Weil ja, sie hat gebohrte Stände. Am Anfang waren schon ein, zwei Bohrhaken und da habe ich nur gedacht, ja, die gehören vielleicht zu einer anderen Route, weil direkt daneben auch noch eine hochgeht. Aber ja, offenbar nicht. Und wir lassen uns natürlich den Spaß trotzdem nicht verderben. Es ist eine sehr schöne Kletterei, es ist wirklich sehr klassisch. Und ja, gehe ich jetzt mal weiter.
damit sind wir oben. Wir sind jetzt oben ausgestiegen, haben uns noch ein bisschen hingesetzt und jetzt laufen wir zurück zum Auto. War eine sehr coole Tour, hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich denke, wir laufen jetzt einfach und ich melde mich dann gleich einfach noch auf dem Hotelzimmer aus und vielleicht nehme ich euch heute Abend auch mal mit nach Arco. Ist nämlich auch sehr, sehr schön. Ne? Und ja, es war super. Wir haben jetzt 2 Uhr, wir haben also gut 1,5 Stunden gebraucht mit allem drum und dran und ja, ist okay für 150 Meter, kann man leben. So, bis später. Ja, kleiner Zeitsprung. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich habe beschlossen, dass ich euch Arco und sowas vielleicht eher heute Abend zeige, weil gestern war Sonntag und da war einfach nicht mehr viel los. Wir stehen jetzt an der nächsten Route, die heißt Nagual. Ich weiß nicht, man sieht es da vielleicht. Da ist alles hier relativ gut angeschrieben. Ist auch eine klassische alpine Route, das heißt selber absichern. Diesmal doppelt so lang wie gestern. Wir arbeiten uns also langsam vor. Und wir hatten jetzt ein bisschen Zustieg. Ist oberer 6. Grad. Und ja, da steigen wir jetzt gleich ein. Jetzt der Maßstab, gell? Los! Erstmal ganz komfortabel drin. Ich hänge da mal sicherheitshalber noch Schlinge drüber. Wieder ein kleiner Köpfel. Hoffen wir mal, dass er hebt.
gesehen habt, bin ich gerade losgeklettert. Und dann ist irgendwann während der Seillänge leider die Batterie der GoPro aus. Ich habe die noch nicht so lange, das ist eine neue, weil ich die alte verloren habe, also zumindest nicht mehr wiederfinde. Und ja, deswegen habe ich das Batteriemanagement noch nicht so im Griff. Wir haben jetzt einen Standplatz. Franco ist jetzt die nächste Seillänge vorgestiegen. Und ja, jetzt holt er gerade das Seil ein, er ist also sicher. Ich filme also nicht beim Sichern, das wäre nicht ganz so verantwortungsvoll, finde ich. Ich gebe ihm gerade das Seil hoch, weil er es einholt. Muss man nicht machen, läuft dann aber einfacher. Und ja, wo sind wir jetzt? Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Seillängen, sind wir jetzt hoch. Ich bin die ersten paar gegangen. Danach ist eine Stelle A0 gekommen. A0 bedeutet, Moment mal, Franco, Knoten. Jo, passt. A0 bedeutet, dass man sich da ein Stück technisch hochzieht. Also man hat Schlaghaken drin, hängt dann eine Echse ein und Seil aus. Und ja, zieht sich dann an der Echse hoch. Das waren jetzt in unserem Fall nicht nur ein Schlaghaken, sondern das waren 4 Stück über eine sehr plattige, überhängende Stelle drüber, die sonst wahrscheinlich eher unterer 8er Grad wäre, die wollten wir nicht klettern. Und ja, insoweit stehen wir jetzt hier. Da ist ein sehr schöner Standplatz, darum habe ich mir gedacht, ich benutze mal die Zeit und mache nur ein kleines Video. Und ich zeige euch jetzt mal gerade, wo wir herkommen. Da, von da unten sind wir hochgeklettert, ich hoffe, man sieht das jetzt. Und da oben, wo die Seile lang gehen, geht es jetzt weiter. Ja, und wir hauen jetzt ein bisschen rein. Ich melde mich später nochmal. Na, was hat er jetzt gemacht? Setzt er im Baum? Nein, wir haben einen Baumstammplatz gemacht. Es ist jetzt die Ausstiegsseillänge. Das heißt, ich bin jetzt ja, hier gesessen, während Franco noch die letzten paar Meter hoch ist. Und wir sind jetzt gleich oben. Es war jetzt noch eine coole Kletterei. Hat soweit viel Spaß gemacht. Ja, gibt sonst gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich einfach gleich von draußen, aber ja, wollte euch wenigstens hier noch ein bisschen den Stammplatz zeigen und das Panorama. Juhu! Ja, ohne GoPro hat es jetzt natürlich keine Bilder vom Abseilen gegeben. Also keine Videos zumindest. Ich zeige euch das jetzt aber kurz. Da, die Wand haben wir runter abgeseilt. Und ja, ich glaube, ich war jetzt 5-mal abseilen. Hat genau gereicht mit 60 Meter Seilen, also mit 60 Meter Halbseilen wohlgemerkt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt gleich von euch. Also zumindest für jetzt. Wir sehen uns nachher noch in Arco. Will aber erst ins Hotel duschen. Und dann kann ich endlich auch die Salatschüssel abnehmen. Also, cool war's und wir sehen uns gleich. Thank you.